deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast 2. So, Schnitter, und diesmal etwas mehr Concentration. In der letzten Folge warst du ja nicht ganz so bei der Sache. Mal gucken, ob wir das diesmal besser hinbekommen. So. Müssen wir eigentlich hier rein? Ich denke schon. Und ich habe mir die letzte Folge nochmal angeschaut und festgestellt, ja, wenn das Mikro an ist, geht tatsächlich die Batterie runter. Okay. Hier gibt es mehrere Türen. Können wir die alle öffnen? Die nicht. Können da lang oder da. Links, rechts, links, rechts. Wir probieren es mal hier. Vorsichtig öffnen. Hallo? Darf ich reinkotzen? Komm. Keiner hier. Aber Infos. Ja, und ihr kennt's bei mir. Texte lese ich nicht vor. Wer es lesen möchte, einfach kurz Video pausieren. Es ist... Was ist das hier eigentlich? Ein Evangelium? Kapitel 11. Ist das vielleicht eine Sekte, die eine eigene Bibel geschrieben hat, vielleicht? Aufsperren, okay. Das könnte eine Art Prediger sein. Das Bild haben wir jetzt schon öfter gesehen. Aber wie groß sind wir eigentlich? Ich meine, so eine Tür ist 2 Meter hoch und wir sind fast so groß wie eine Tür. Okay, ist auf jeden Fall zu. Das heißt, wir können nur hier lang. Mal gefühlvoll aufsperren. Mit 2 Schlössern. Ach, beweg dich rückwärts. Die Tür geht in unsere Richtung auf. Alles klar. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Ich habe die Anmeldeformulare für die Sekte dabei. Darf ich hier rein? Na, ja, ihr bildet wohl Hexen aus, wa? Wenn ihr schon Besen rumsteht. Aber hier ist es erstaunlich hell. Bist du eingesperrt oder kannst du raus, Kumpel? Außerdem glaube ich, ich sehe irgendwie verdammt wenig. Okay, hier steht irgendwas. Ja, Latein. Mein Latein ist leider absolut gar nicht vorhanden. Wäre schön, wenn einer von euch Latein könnte und mir sagen könnte, was zum Henker da eigentlich steht. So, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Art Kerker, aber warum war da eben ein kleiner Ruckler? Ich höre hier jemanden reden, man sieht es hier auch unten. Aber ich sehe keinen. Ey, du liegst hier aber auch schon länger. Mann, du hast schon ein bisschen Farbe angesetzt. Komplette Leichenstarre. Ey, da unten ist was. Da unten ist ein Zettel. Kann ich da runter? Ich denke schon. Ist das safe? Weil wir haben ja doch gelernt mittlerweile, in Outlast 2 kann man verdammt schnell sterben. Das war im ersten Teil nicht so. Ist das eine Art Abschiedsbrief? Ist es kein Evangelium wie eben? Eigentlich wollte ich hoch, alles klar. Na, die Steuerung ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Das ließ sich doch in Teil 1 etwas besser steuern als in diesem Teil.
Und eins erwähne ich noch ganz kurz. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich die Helligkeit minimal, wirklich minimal erhöht habe. Weil es erschien mir doch als extrem dunkel. Gerade dunkle Passagen waren auf YouTube leider nicht zu erkennen. Okay, für diese Tür ist ein Schlüssel benötigt. Können wir da irgendwie in die Ecke rein? Nein, können wir nicht. Wir benötigen also einen Schlüssel. Ich würde mal ganz spontan vermuten, wir würden diesen hier wahrscheinlich gebrauchen, der so auffällig vor sich herumblinkt. Schau dir auf End gesammelte Objekte an. Ah, da, okay. Eine Batterie haben wir, zwei Verbände. Alles klar. Aber ist hier in der Ecke noch irgendwas? Eine Batterie wäre ganz cool. Nein. Ed's in Ferry hast du nicht gesehen. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall sehr... Den sehe ich jetzt erst, den Typen. Kumpel? Hast du eine Ahnung, was hier abgeht? Ey, du siehst irgendwie aus wie Geralt. So ein bisschen. Von der Frisur her? Naja, so ähnlich, so ähnlich. Aber er hat was von ihm. Oh, shit, Mann! Alter, was stimmt mit dir nicht? Lass mich in Ruhe. Chill in deinem Kaffee-Viereck da und lass mich bloß durch. Ich guck später nochmal nach dir. Okay. Obwohl ich eigentlich damit hätte rechnen müssen, dass er uns anfällt. Bandagen, ich brauche keine Bandagen. Gib mir eine verdammte Batterie oder einen Flakscheinwerfer. Ne, aber doch nicht, Ach, das ist eine Treppe. Okay. Merkwürdig erstaunlich hell. Habt ihr Batterien für mich? Oh, schön. Gib mir das Zeug. Aber wieso braucht man für eine Kamera wie diese noch Batterien? Ich meine, eigentlich haben die Dinger einen Akku, der verdammt lange halten sollte. Mann, Mann, Mann. Und das als Journalist haben wir eine Kamera mit Batterien. Unglaublich eigentlich. Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Warum kommt der Hinweis? Wird's vielleicht gleich nötig? Ah, wieder ein Evangelium. Kapitel 12, Zeile oder Absatz 7 bis unbekannt. 7 bis Fragezeichen? Eigentlich geht's bis 12. Okay, Kapitel 8 hier vorne ist von Satan die Rede. Wels? Fals? V-A-L-S, soll man das jetzt Werz nennen? Werz, Geist? Ist er ja dieser Ferl? Oder wie auch immer er sich jetzt nennen will. Jedenfalls alles zu. Ja, alles versperrt. Oh, eigentlich wollte ich die Tür gefühlvoll öffnen. Jetzt haben wir die Tür halt gefühlvoll aufgeworfen. Ja, hallo? Moment mal, was, der bewegt sich zu schnell, ich kann nicht sehen, was er da macht. Die Frage ist vor allen Dingen, will ich da rein? Da sind mehrere drin. Besser mal auf dem Boden herumkriechen, würde ich sagen.
Alles okay? Wir haben auf jeden Fall Lynn gefunden. Kann ich hier raus oder muss ich da rein? Das ist die Frage der Fragen. Ich kann hier raus, okay. Au, das war keine gute Idee. Wir haben Lynn gefunden. Oh, die sah schon mal besser aus. Ja. Lauf du mal vor, du scheinst den Weg zu kennen. Lass mal hier langsliden. Lynn, wohin? Oh, das gab sogar eine Errungenschaft. Okay. Wir haben Lynn gefunden und es gab eine Errungenschaft. Ah, das ist jetzt gerade eine Ingame-Sequenz, okay. Something's wrong. Irgendwas stimmt nicht, ja. I have to stop. I just... I need... Oh, God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. They're coming. Sie kann nicht drüber reden. Sie hat auf jeden Fall verdammt was abbekommen. Okay, er macht automatisch jetzt Kamera und Nachtsicht an. Brauche ich die Nachtsicht? Brauche doch gar nicht. Okay, ich kann mich von Lynn nicht entfernen. Ich glaube, die Kamera brauchen wir nicht. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is a prick. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Okay. Stay back! Leute, ganz ruhig, Mann. Bleibt mal ganz entspannt hier. Ey, Kuppelmann, das hast du nicht umsonst getan. Was ist hier los? Ich kann nichts machen. Wer ist das da? Okay. Oh shit, Lynn. Ich habe jetzt gerade mal die Bilder für sich sprechen lassen.
Und da hieß es ja, reißt das Kind aus ihr heraus, es ist der Teufel, und trampelt es nieder. Sie wollten also das Kind aus Lynn herausreißen und umbringen. Aus irgendeinem Grund leben wir noch. Diese komische Trulle, die uns noch ein bisschen angesabbert hat, hat die anderen Typen hier umgebracht und damit eigentlich Lynn geholfen. Und wir wurden nur K.O. genockt. Cool. Was ist denn das hier? Okay. Brücke und Haus. Sehe ich mit Nachtsicht vielleicht ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen. Ein wenig. Du kannst dich im Wasser verstecken, indem du dich unter die Oberfläche duckst. Ist das für irgendwie nötig? Müssen wir das machen? Meine, wenn schon solche Einblendungen kommen, höchstwahrscheinlich schon. So, schön vorsichtig vorgehen. Denn ich möchte weder durch das Game durchwaschen, noch unnötige Tote sterben. Ah, die Batterie ist fast leer. Ist hier irgendwas drin, was wir mitnehmen könnten? Oh, da ist jemand. Deswegen der Hinweis, dass wir uns verstecken können. Reicht es, wenn wir außerhalb von seinem Lichtpegel sind, dass er uns nicht sieht? Der geht doch selber gerade durchs Wasser. Hätten wir uns im Wasser versteckt, hätte er uns eventuell sogar gefunden. Ich werde mal ganz kurz warten und mal schauen, wo er lang geht. Ich würde gerne in das Gebäude hier reingehen. Weil er hat eine Machete am Start. Ich glaube, der würde uns ganz schön platt machen. Kannst du nicht einfach irgendwo hin verschwinden und nicht in meine Richtung leuchten? Wäre der sehr verbunden, wenn du das machen würdest. Oh, ich kann hier rein. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein. Schauen wir mal, ob wir was finden. Vielleicht wie eine Batterie oder eine Pumpgun wäre ganz cool. Aber ich glaube, wir werden bei Outlast eh keine Waffe kriegen. Kumpel, wo bist du denn? Okay, dass man hier Fenster öffnen kann, daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich verflucht nochmal? Da ist er wieder. Er scheint einen festen Weg zu laufen. Können wir hier rein? Hallo? Jemand zu Hause? Oh fuck! Irgendwer hat uns gehört. Wow! Shit! Ey, ich sollte hier mal laufen. Schnitter auf! Du musst laufen! Aber wohin? So, erstmal schnell eine neue Batterie reindröhnen und dann hier weg. Ja, im Wasser können wir anscheinend nicht ganz so schnell laufen. Alter, da stand der genau hinter uns. Die Frage ist, wie weit verfolgt er uns? Wie weit verfolgen die uns? Probleme, solche Umwege zu rennen oder nochmal zurückzurennen, kostet natürlich extrem Batterien. Ich sehe nur keinen. Ich würde da vorne aber gerne in jedes Gebäude reingehen. Fuck. Oh, es war eine Wand.
Okay, sie haben uns gesehen. Mach mal Licht an hier. Ich komme mir nicht weg. Oh! Ich komme mir nicht raus! Heil dich! Okay. 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 Ich hab verstanden. Da sind wir mal wieder eindrucksvoll vermasselt, weil wir zu blöde waren. Aber gut, wir wissen, da drin ist nichts. Wie lange habe ich eigentlich Luft? Wow, ich sehe gerade gar nichts. Wisch dir doch mal das Wasser außer Optik. Vielleicht ist ja auch in den Gebäuden einfach nichts drin. Aber wo war der andere Typ auf einmal? Wo kam der her? Leuchtet er eigentlich in unsere Richtung? Auf jeden Fall geht er da. Er leuchtet die Gebäude ab. Das und das. Und das auch. Aber warum hat er uns auf einmal gesehen? Ich würde trotzdem gerne in jedes Gebäude reingehen. Einfach nur, um mal zu schauen, was da eigentlich ist. Vielleicht kriegen wir Batterien oder irgendetwas anderes Brauchbares. Jedenfalls sollten wir die Tür bloß vorsichtig zumachen. Vorsichtig, sagte ich, Schnitter. Ah, hier ist nichts. Also dieser Wohnung hier gab es auf jeden Fall die Dunkelheit im Sonderangebot. Definitiv. Ich habe auch eher das Gefühl, dass wir da drin eh nichts finden. Okay, Unterwasserkamera haben wir nicht. Wir schwimmen jetzt mal hier munter unter der Brücke und dadurch. Aber wie viel Luft habe ich? Okay, da war der Lichtpegel. Gucken, ob wir an diesem Felsen hier vorbeikommen. Ich vermute allerdings, dass in diesen Gebäuden gar nichts drin ist. Kann ich hier vielleicht nach oben? Okay, das Haus haben wir abgecheckt. Das da hinten auch. Ich sehe da hinten gerade noch einen Lichtpegel. Okay, hier laufen jetzt mittlerweile zwei Leute rum. Nicht gut. Zumindest nicht für uns. Das sieht doch nach einem Stein hier aus. Oh. Der ist hier vorne. Gut, dass wir da weggegangen sind. Ich glaube, das war sogar der, der uns gesehen hat. Und da hinten ist noch einer. Es ist ultra riskant, hier die Gebäude abzuchecken. Extrem riskant, ob wir das irgendwie hinkriegen, das andere Gebäude dort noch abzuchecken, ob da was Brauchbares ist. Oder ob wir, der hat uns fast gesehen, sterben werden, sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.